Probleme. Es gibt sie wie Sand am Meer. Ja, sie treten in den verschiedensten Erscheinungsformen auf. Und ich kenn eigentlich fast niemanden, der keine hat. Und das ist natürlich tragisch, aber oft auch nicht zu ändern. Und dann kommt meist erschwerend hinzu, dass die Probleme auf dieser Welt sich untereinander dann auch noch recht unterschiedlich aufteilen. Wo der eine zum Beispiel nur zwei hat, hat der andere gleich einmal drei. Und da fragt sich der, der drei hat, natürlich, warum hat der andere nur zwei? Und da kann ich dann schon verstehen, dass sich manche Menschen wirklich, naja, wie soll ich sagen, sie kommen sich halt verarscht vor, und das zu Recht, völlig zu Recht. Und solche Leute wie ich, die sich das von außen in aller Ruhe anschauen, aber selber können's halt einfach nix tun dagegen. Die haben's auch nicht leicht, na wirklich nicht. Hilflosigkeit ist schrecklich, und da rennt man dann halt ständig herum mit einem schlechten Gewissen, und es ist auch geschissen, und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, mit dem ganzen Leid, das einen selber gar nicht betrifft. Das ist ein Elend, echt. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Das tut einem irgendwann wirklich in der Seele weh. Oh je, oh je, sowas glaubt man immer nie, aber ein bisschen Empathie schadet nie. Hey! Probleme! Ich kenn sowas ja nur von Weitem. Aber ich muss halt akzeptieren, sie sind auch Teil meines Lebens. Es gibt ja so viele Probleme, es gibt ja auch so viele Menschen, aber man kann sie ja nicht mit allen von denen ständig aktiv befassen. Dort jetzt ja deppert werden, das geht ja rein zeitlich schon mal nicht aus. Da gibt's natürliche Mechanismen im menschlichen Organismus, die das verhindern. Gott sei Dank. Und Leute mit Problemen, zu denen ich warum auch immer eh nicht gehör, aber man muss sie auch erwähnen, weil das sind wirklich richtig arme Hund. Und oft genug kommt es vor, dass solche Schicksale gerade in unserer Gesellschaft totgeschwiegen werden. Und es ist falsch, grundlegend falsch, weil das fällt denen, die keine Probleme haben, also mir dann nämlich irgendwann am Schädel. Und da muss man dann schon aktiv werden und Verantwortung übernehmen und Anteilnahme zeigen. Da gibt's heutzutage eh die verschiedensten Möglichkeiten, zum Beispiel durch Patenschaften oder durch Spenden oder durch Demonstrationen oder durch Kaufen von Fairtrade-Produkten. Oder so wie ich das hin und wieder auch gern mach, durch Singen von solidarisierenden Liedern. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Das tut einem irgendwann wirklich in der Seele weh. Oh je, oh je, sowas glaubt man immer nie, aber ein bisschen Empathie schadet nie. Empathie, das nötige Quäntchen an rettender Empathie.
Demokratie. Davon gibt's noch mehr als nur für dich und mich.